Was geht? Herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon im Hintergrund, wir sind nicht in MyTeam drin. Ich habe nach einem Monat NBA 2K gesagt, es ist jetzt Ende von Season 1. Ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, alles ist erledigt. Und ja, was gibt's zu tun? MyTeam ist auf Dauer. Vielleicht gehen wir mal in MyPlayer rein. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe den Bild aus diesem Bild hier genommen, aus diesem Video. Guckt da gerne mal hin, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ich habe aber den Bild genauso übernommen. Es gibt ein paar Informationen dazu, aber die meisten von euch, die meine Videos gucken, die kennen sich ja eh schon ganz gut aus. Von daher zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, was für ein Bild ich mir gemacht habe. Wir gucken uns mal meinen Spieler an. Wir sind jetzt auf einem 60er Overall. Wir haben Nahdistanz 74, Korbleger 80, Dank aus der Bewegung 89, Dank aus dem Stand ist egal, genauso wie Post. Midi 86, Dreier 96, Freiwurf 76, Passing ist eine 82, Ballhandling ist eine 95, Tempo mit Ball eine 91. Wir sind Point Guard, 6'2", soll so ein Ja Morant Bild sein. Defense, ja, scheißen wir drauf. Rebounding genauso. Schnelligkeit 86, Mobility 77 und dann noch ein recht hohes Vertical. Man könnte noch ein bisschen mehr auf die Schnelligkeit gehen, das ist aber eher für die Defense. Tempo mit Ball für die Offense haben wir hier am Start. Dreier ist hoch, gefällt mir. Danken können wir, das gefällt mir. Ballhandling ist auch gut. Ich denke, das wird ein funny Build sein. Wer Bock hat, den nachzumachen, macht gerne mit. Und ansonsten wird das mein Build sein, den ich grinden werde. Ich habe noch ein paar andere Builds, zum Beispiel ein größerer Point Guard. Vielleicht werde ich mir auch noch einen Center machen, weil man mit Centern halt super gut Stats für My Career sammeln kann. Rebounds, Assists, Punkte, alles möglich. Das wird wahrscheinlich mein VC-Build sein. Aber das ist der, mit dem ich am meisten Bock haben werde. 81 Kilo, Spannweite 1,91. Wie gesagt, genauso übernommen wie von diesem Video. Und ich werde mit diesem Bild jetzt mal 60 overall in den Park gehen und mal gucken, ob ich ein paar Highlights zusammenkriege. Schaut es euch gerne an. Lasst mir ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Bock habt auf Streams und Videos mit dem MyPlayer im Park oder wo auch immer. MyCareer ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Außerdem macht Max da schon super gute Videos zu. Das möchte ich nicht kopieren. Ja, Mann. Let's go. Direkt das erste Parkgame gefunden. Normalerweise dauert es immer ein bisschen, weil wenn die Leute sehen, dass du ein 60er Overall bist, dann gehen die meisten raus. Meine Mitspieler haben eine 85 und die Gegner sind nicht sichtbar. Mein direktes Matchup, 2,3 Meter, 94er Perimeter Defense, 89er Schnelligkeit. Okay, 99 overall, natürlich. I'm verified. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal sehen, wie verified der wirklich ist. Meine Defense ist nicht die allergeilste, aber wir gucken mal, was wir da reißen können. Mir gefällt, dass mein Spieler einigermaßen schnell ist. Schön beweglich. Mal gucken, was ich machen kann. Stell mal einen Screen. Stell noch einen Screen. Komm den Ball hier? Nicht. Normalerweise musst du den passen. Er greent den natürlich. Let's go. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das sind alles easy VC. Ist, wenn wir hier keine Highlights bekommen. Defense. Keine Hands-up-Defense. Er macht ihn nicht rein. Starke Defense von uns. Offensiv-Rebound vom Gegner, ey. Come on, gib mir mal eine Gelegenheit. Die zwei haben das gleiche Trikot an. Wahrscheinlich spielen die nur zusammen. Nutz wenigstens meinen Screen, Mann. Der will die Corner-Fades machen. Er spielt auch nicht mal raus auf seinen Kollegen. Das ist so arm. Das ist halt das. Das ist ein Grund, warum ich Park nie so richtig gefeiert habe. Erstens die Wartezeit für ein Game und zweitens genau solche Sachen. Aber wir gucken mal, was passiert. Oh, den Kollegen habe ich gesmoked. Der hatte nicht mehr viel Zeit in der Shotclock. Gegner macht den Ball rein. Ah, da ist schon ein KI-Spieler am Start. Das ist nicht gut. Deswegen kriege ich hier keine Bälle von dem. Spielt er ab? Ne, er spielt nicht ab. Der macht gar nichts. Okay, wenigstens macht er die Punkte. Wird alles über meinen Gegner gehen. Glaube ich. Wenn die Mitspieler schlau sind und nicht nur auf Ego gehen, dann werden die ganz genau wissen, dass mein Gegner den schwächsten Gegenspieler hat, aka mich. Aber der Junge ist auf Ego. Ich stelle mich in die Corner. Gucken wir mal, was der Junge macht. Oh, Digga. Und wir kriegen unseren ersten Assist. Let's go. Holen den Rebound gegen unseren Gegenspieler, der von der Freiwurflinie den Hookshot macht. Und kriegen dann den Outlet Pass. Und hier können wir nicht verteidigen. Das ist einfach
zu schwer. Defense ist auf meinem Bild eh nicht so das Ding. Dann kommt noch dazu, dass wir so klein sind. Kriegen wir einen Assist hin? Ein Screen. Ihn auf meinen Mitspieler. Wenn er ihn jetzt nimmt und getroffen hätte, dann hätte ich vielleicht einen Assist bekommen. Noch einen zweiten. Aber gut. Durch den KI-Spieler können wir uns die Bälle irgendwie holen, weil wir da mit X den Pass fordern können. Die Frage ist... Wir machen Screen ran. 6 Sekunden noch. Ist er ready to shoot? Wir kriegen noch einen Assist dank dem KI-Spieler. Let's go. 9-9. Wenn ich meine Gegner wäre, ich wäre sauer. Mit E-Ego spielen. Ja. Mit dem Dunk-Meter, Alter. Ah, nicer Screen hier. Mach den Wurf rein. Layup, geht rein. Wir machen unsere ersten Punkte mit dem Bild im Park. Was geht denn ab, Mann? Ah, das ist auch wieder Ego-Gezocke hier. Oh, er macht ihn. Und der 3 geht natürlich rein. Crazy work. Komm, geh wieder in die Corner. Gib mir den Ball. Wir verlieren eh. Ich mach ihn. Oh mein Gott. Let's go. Jetzt musst du mir öfters den Ball geben, weil jetzt müssen die anderen mich respektieren, Mann. Mit einem 60er im Park. Ey, ich würde gerne mal wissen, wie ich im Park basieren würde, wenn ich einen Maxed-Out-Player hätte. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Ich hatte noch nie einen 99er-Spieler oder sowas im Park am Start. Da verlieren wir den Ball. Eieiei, das... So viel zum Vertrauen der Mitspieler. Lauf dich frei, Buddy. Ordentlich am Stealen. Fuck. Was kommt? Nutz den Screen. Yo. Ah, die müssen reingehen, Brody. Ah, ich dachte, der Pass kommt. Offensiv faul. Hallo? Ich stand schon. Oh, er macht die nicht rein. Den Hookshot. Und das ist das L. Mein erstes Park-Game mit dem Bild. Was haben wir? 2 Punkte, 1 Assist? Ah, die Gegner haben rasiert. Ja, Mann. 5 Punkte, 2 Assists, 100% Wurfquote. Mit einem 60er Overall. Ich glaube, ich habe Potenzial. Wie gesagt, lasst mich mal wissen, ob ihr Bock auf mehr My Player Park Pro-Am Online-Action habt. Vielleicht finden wir in unserem Discord, Link ist in der Videobeschreibung, irgendwie einen Squad zusammen, mit dem man mal regelmäßiger spielen kann. Regelmäßig auch wirklich nur in Anführungsstrichen, weil ich zock ja eigentlich kein MyPlayer. Das ist nur so für zwischendurch, weil es Bock macht. Vielleicht ein paar VC irgendwann für My Team Packs erspielen, keine Ahnung. Ja, Mann, das ist es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schönes Wochenende.